Ich musste unbedingt Sport machen. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Chris, du bist zu dick. Und ich so, ach was, krass. Habe ich mir einen Personal Trainer geholt. Für die, die nicht wissen, was ein Personal Trainer ist, das ist ein Typ, dem gibst du ganz viel Geld dafür, dass er dir zuguckt, wie du Sport machst. Super Prinzip. Ja, dann sind wir ins Fitnessstudio gegangen, hat er gesagt, wir fangen an mit Spinning. Also diese Fahrräder ohne Reifen. Hat er gesagt, damit fahren wir jetzt rum. Habe ich gesagt, warum gehen wir nicht raus und fahren wirklich Fahrrad? Weil ich das sag. Alles klar, das verstehe ich. So. Dann habe ich gesagt, Digga, das ist mir viel zu anstrengend. Dann hat er gesagt, Chris, pass auf, jetzt mach dich dein Geld bezahlt. Ich gebe dir einen Riesentipp. Du musst in deinen Gedanken, musst du deine Lieblingsstrecke abfahren. Die Strecke, die dir am allermeisten liegt. Und dann wird das für dich total kurzweilig. Und ich so, okay, mach ich. Ich losgefahren, ha. McDrive. Atmen, ich weiß. Ich habe mich 5 Minuten abgestrampelt wie so ein Irrer. So, nach 5 Minuten habe ich aufgehört, guckt er mich an, warum hörst du auf? Und ich ganz cool, ich fahre gerade bergab. Super Strecke, musst du auch mal machen. Leute, beim Sport gibt es Sachen, die ich verstehe und es gibt Sachen, die ich nicht verstehe. Was ich verstehe, es gibt Leute, die joggen. Das verstehe ich. Was ich nicht verstehe, es gibt Leute, die gerne joggen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Wer von euch geht gerne joggen? Mal kurz Hand hoch. Ach, laber doch nicht! Du gehst doch nicht gerne joggen, Alter. Machst du morgens die Tür auf. Ach, der Tag gehört mir. Oh ja. Oh, ist das gut. Oh ja. Oh, ich krieg keine Luft. Atmen, du musst atmen. Ich glaube, es gibt, ganz ehrlich Leute, egal ob du dick bist oder dünn, der einzige wahre Grund, warum man rennen sollte, das ist der, um eine Pizza nicht anbrennen zu lassen. Und wieder nur die Dicken. Nein, aber es ist mir aufgefallen, egal ob du dick bist oder dünn, du behandelst deine fertige Pizza immer gleich. Du gehst zu dem Ofen, machst die auf, 8000 Grad, ätzen dir deine Augenbrauen weg. Das könnte dir zeigen, oh, es könnte heiß sein. Was machst du? Du nimmst die Pizza raus, ja? Die Pizza dampft, ja? Damit selbst der letzte Kevin Scheck, heiß, ja? Dann nimmst du die Pizza hoch. Deine Fingerkuppen, die schmelzen, weil es so heiß ist, okay? Der geschmolzene Käse schmilzt deinen Gaumen. Du kannst 3 Wochen lang nichts schmecken. Was machst du? Du frisst weiter. Warum? Weil du ein fettes Schwein bist, genauso wie ich. Du kannst eine Pizza nicht liegen lassen. Leute, seid ihr noch da? Gut. Letztens hat mein Vater mir gesagt, Chris, geh doch mal Rollschuh laufen. Hab ich gesagt, wann haben sie dich denn aufgetaut, Alter? Rollschuh laufen, was er meint, ist Inline-Skaten, ja? Ich habe einen Kumpel, der geht halt skaten. Hab ich gesagt, Digga, gib mal deine Skates her, ich probier's mal aus. Ja, alles klar. Ich in die Skates rein, dann ging's los. Meine Wangen. Und da stand ich noch. Da gibt der Assi mir so einen Anschwung. Ich bin den Berg runter, ja? Ich will nicht übertreiben mit dem Berg, okay? Meine Storys sind schon authentisch und realistisch, aber der Berg, der war mindestens so. Ja? Ich bin rückwärts gefahren, ja? Was sagt mein Kumpel? Chris, du musst bremsen. Ich sag, ach was, ich kann's nur nicht. Ich war nicht gut in Mathe, aber die Formel kenne ich. Dick mal bergab, gleich extrem schnell. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich hatte gute 3.000, 4.000 km/h drauf, okay? Meine Skates haben Feuer gefangen. Ich in Hamburg auf die Alster zu, hab gedacht, komm, jetzt gehst du halt baden. Nein, ich über die Alster. Eine Oma von hinten, Jesus Christus. Ich sag für dich immer noch Jesus Kristall. So viel Zeit muss sein. Da kam eine Freundin von mir zu mir so, hey Chris, du suchst eine Sportart, ich reite gern, hast du Bock? Ich sag, ja. Chris, ich meine auf Pferden. Ich sage auch so. Da kann ich nicht mithalten. Boah, der dauert aber heute, Alter, meine Fresse. Guck mal, die ganzen Stadtkinder so. Die ganzen Dorfkinder. Normaler Dienstag, Alter. Wir bumsen Pferde, dann gibt's Lasagne. Auf jeden Fall. Du bist, was du bumst. Ein Hamburger, auf jeden Fall. Hab ich gedacht, wenn du reiten gehst, hab ich gedacht, du gehst zu dem Stall hin, du steigst auf das Pferd oder das Pferd steigt auf mich. Aber irgendjemand reitet. Das war aber nicht so. Ich kam da hin, Achtung, Riesengag, sah aus wie bei mir zu Hause, Schimmel an der Wand. Auf jeden Fall hab ich dann den Stall erst sauber gemacht, ich hab das Pferd sauber gemacht, ich hab das Pferd gesattelt, ich hab das Pferd gefüttert. Es sind 2 Stunden vergangen und ich bin immer noch nicht geritten. Da hab ich gesagt, hey, ich finde das ja ganz cool hier, aber so funktioniert das nicht für mich. Frauen, die reiten, reagieren auf sowas ganz komisch. Hat sie mich angeguckt, so, ja, das macht mich aber glücklich. Dieser Blick, wo du denkst so, okay, hey, feel free. Das ist meine Lebensphilosophie. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ich stand da, Gott,
Dann hat sie gesagt, Chris, du brauchst auch eine Lebensphilosophie. Hab ich gesagt, hab ich doch. Ja, wie geht denn die? Ich sag, ja, ich steige ab vom Mofa und gehe direkt aufs Sofa. Der Punkt ist, worauf ich hinaus will, ist, ich kämpfe auch, wie jeder von uns, auf die eine Art und Weise mit dem Körper, mit der Figur. Und das mache ich auch. Ich weiß nämlich nicht, wie ich mich ernähren soll. Ich habe schon alles ausprobiert. Vegan, vegetarisch, Paleo, Galileo, Steinzeit-Diät, wo du nur Steine fressen darfst. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Ja? Worauf wir uns einigen können, ist, dass du Sport machen musst. Muss ich jetzt auch. Ich bin eine faule Sau. Ich konsumiere noch nicht mal Sport. Ich bin so faul, ich schaue mir noch nicht mal Sport in der Glotze an. Gut, ich weiß auch nicht, wie man das Scheißding anschaltet. Aber generell, ich guck nicht. Es liegt auch, sorry, aber es liegt auch ein bisschen an den Russen. Bleibt sitzen. Es liegt ein bisschen an euch. Das ist weit genug weg, ich habe Vorsprung. Weil ganz im Ernst, die haben doch überall alles weggedopt, oder? Die letzten Olympischen Spiele, alles komplett weg. Wo habt ihr euch das letzte Mal gedopt? Da dachte ich echt, das kann doch nicht sein. Beim Curling. Jetzt mal ohne Scheiß, beim Curling. Was kommt als nächstes? Beim Billardspielen? Wie ist das wohl aufgefallen, beim Curling sich dopen zu lassen? Dimitri, mach mal nicht zu schnell. Das fällt auf. Dimitri, mach mal halblam. Da kommen die Leute, du machst... Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Du schabst das ganze Eis weg, Dimitri, hör auf. Ich weiß nicht, er ist ehrgeizig. Dimitri, schon längst einen Tunnel gebaut. Nein, aber... Lass uns doch mit der Zeit gehen. Wir machen die normalen Olympischen Spiele und die gedopten Olympischen Spiele. Die würde ich mir anschauen. Ich würde mir gerne die Olympischen Spiele anschauen, wo die Athleten bis unter die Schädeldecke zugekokst sind. Das würde ich mir... Russische Kugelstoße. In die Stratosphäre. An der ISS vorbei. Wir werden angegriffen! Tennisspieler sehen aus wie Tischtennisspieler. Fußballergebnis 120 zu 110. Oh, geil. Wir alle wollen die gedopten Olympischen Spieler. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, Gott sei Dank habe ich Sport studiert. Ey, Gott sei Dank. Jeden Scheiß kennst du dich in deinem Leben aus, aber deinen Körper hast du gar keinen Plan. Und wir im Sportstudium hatten wir geile Fächer, echt, da hast du so viel gelernt, Anatomie, Physiologie, Pathologie, es war super. Warum lacht ihr jetzt? Hast du in Pathologie? Weil ihr denkt Leichen, oder was? Nee, Pathologie kommt aus dem Griechischen, also Pathos, Krankheit, Logia, die Lehre, also die Lehre der Krankheiten. Aber es war so, weil mit jedem Scheiß kennst du dich aus, du hast so geile Sachen, du kennst so einen neuen WLAN-Router, kannst gleich einrichten, IP-Adresse, das kriegst neue E-Mail-Adresse, POP3, einmal, manche Leute bauen ihren Computer auseinander, und wieder zusammen, aber dein Körper hast du keinen Plan. Klar, basic, ich esse was, Mund, Speiseröhre, Magen, Darm, spülen, jetzt, okay, vorbei. Mehr weißt du nicht, klar, noch basic, Bizep, Trizep. Sonst hast du keine Ahnung. Du kriegst so Überweisungen zum Radiologen, hast so MRT, gehst du hin, du so, ich hab Termin für MRT, die so, Magnetoresonanztomographie. Du so, ja, Mann, X-Men 3, Alter, genau. Du hast keinen Plan, Alter. Dann schieben die dich in die Röhre und dann kriegst du einen DIN A4-Seite im Befund. Und dann holen die so richtig, die so Lumbosakralübergang, Nervus thoracolumbalis, Protrusion der Wirbelsäule. Du so, ja, genau. Die können reinschreiben, was sie wollen, die so, der Typ ist voll hässlich, voll der Mongo, du so. Genau, Typus Mongos, ja, hier steht da. Aber wenn da mal wirklich dieser eine Moment kommt, dieser eine Moment, wo du ein Fremdwort lernst, ein Fremdwort, dann wartest du auf diesen einen Moment, wo du dieses Wort anwenden kannst. Du weißt zum Beispiel, dieser Muskel heißt Quadriceps femoris. Dann bist du Hobbymediziner. Dann läufst du durch die Stadt, du so, hoffentlich verletze ich mich am Oberschenkel. Hoffentlich kann ich bald dieses Wort anwenden. Und du so, ah, Zerrung, yeah. Und dann machst du einen Termin beim Orthopäden und gehst mit einer ganz anderen Energie dorthin. Du bist jetzt Hobbymediziner. Gehst du an die Rezeption, du so. Hallo? Ich habe einen Termin beim Kollegen. Und dann gehst du so ins Sprechzimmer und wartest auf den Arzt. Dann kommt der Arzt, der so, Herr Kosa, wie kann ich Ihnen helfen, du so. Also, Herr Doktor, Hilfe kann man es ja nicht direkt nennen. Also, eher eine Zweitmeinung. Ich bin letztens so gelaufen und hatte eine Zerrung, um es genau zu sagen, hier.
am Quadriceps femoris. Und jetzt denkt der Typ, du bist vom Fach und antwortet in der gleichen Sprache zurück. Ich untersuche Sie mal ganz kurz hier, ja, Kniegelenk. Okay, Sie wissen ja ganz genau, Musculus tensor fasciolatae und Gluteus maximus gehen in die Tractus iliotibialis Sehne und tun hier die Flexion im Kniegelenk hervorrufen. Aber ich glaube eher, dass der Antagonist der Musculus semimembranosus und tendinosus hier aufgrund der Nozizeptoren einen Schmerz im vorderen Bereich innervieren und so. Genau, genau, Doktor. Genau da, Musculus calamaris, das ist. Ich hatte auch schon mal Bronchitis am Knie, das war übel, das ist richtig übel. Aber nach diesem Studium hast du so viele Perspektiven. Du kannst zum Beispiel in einem Fitnessstudio arbeiten oder wenn du gute Noten hast, kannst du in einem Fitnessstudio arbeiten. Und wenn alles richtig gut läuft, Fitnessstudio, ich habe mich fürs Fitnessstudio entschieden, weil ich habe da die meisten Perspektiven gesehen. Und ich sage euch eins, Leute, Fitnessstudio, das ist so ein Ort, da kommen viele Menschen zusammen und jeder dieser Menschen hat so verschiedene Motivationen. Es gibt so diese Hyperaktiven, du machst um 6.30 Uhr diese Glastür auf vom Fitnessstudio und da warten die ersten Hyperaktiven schon hinter der Tür, die so. Dann gibt es die anonymen Anabolika. Der ist schon, was geht, Alter? Ich so, was geht bei dir, Alter? Wie meinst du das, Alter? Hey, wie meinst du das? Ich so, was, wie meinst du das? Du warst noch vor einem Monat so ein Stück Lauch. Training, Alter. Nimmst du Anabolika? Was für Anabolika, Alter? Hey. Magerquark, Magerquark. Ja, du bist auch ein bisschen mager da oben, ey. Die Leute lieben Fitness, diese Psychos, die lieben Fitness. Der eine hat gedacht, die Brustpresse ist seine Mutter. Das ist so richtig, die sind da mittendrin, Leute. Aber es gab auch ekelhafte Momente. Es gab sehr ekelhafte Momente, Leute, weil jeder Mensch hat Bad Habits, schlechte Angewohnheiten. Und haben die Leute ekelhafte Sachen gemacht. Die haben sich irgendwo in einem Studio, irgendwo in die Ecke verkrochen und haben Sachen gemacht und die denken, die sind unbeobachtet. Aber ich bin Trainer, ich habe Aufsichtspflicht. Ich muss alles checken. Richtig ekelhafte Sachen gemacht. Und dann gucken die immer danach so. Warum guckst du? Das ist deine Nase. Da drin ist nur Rotze. Da kommt nicht irgendwann was anderes raus. Die so, ah, hier die Kellerschlüssel. Scheiße, ich hab's doch gewusst. Hey. Ah, nee, die Winterreife. Jetzt aber, jetzt haben wir sie. Ja, ja, super. Und die ekelhaftesten Leute, das waren die hier. Warum machst du das? Das ist dein Arsch. Das riecht immer nach Arsch. Das wird nicht irgendwas nach anderen riechen, die so, ah, heute Jean-Paul Gaultier, jetzt aber, ich hab's gewusst, Scheiße. Das ist ganz schön. Bülent hat es ja schon gesagt, Ladies Night, das ist so ein Thema. Das ist ja für mich so, ich habe jetzt zwei Kinder, ich habe jetzt so eine Restschlacke, trage ich immer um mich rum. Jetzt, und dann sind die Models, dann siehst du die Models im Fernsehen, die so, ne? Und die sagen, ich bin so dünn, weil ich so viel Wasser trinke. Weißt du, wirst du angelogen? Ich meine, ich habe das mal recherchiert. Ein Elefant, Leute, der trinkt 200 Liter Wasser am Tag. Da läuft was nicht, ja? Diese bösen Blatzbratzen da. Es ist so, du wirst im Ganzen, diese ganzen Schönheitssachen, du bist ja, ich bin jetzt auch schon Anfang, Mitte 30 und dann nicht lachen. Und dann musst du auch diesen ganzen Schönheitsideal hechelst du hinterher. Dann muss ich jetzt auch überlegen, was kann ich machen? Dann wurde mir gesagt, du musst in so eine Rüttelbude. Kennt ihr Rüttelbuden? Also ich meine, dieses Powerplate, wo man auf so eine Vibrationsplatte geht, so, so, und dann wirst du dünn. Dann musst du nur 20 Minuten drauf und dann wirst du dünn. Und dann frage ich mich, warum hat denn eigentlich der Bauarbeiter bei mir auf der Straßenecke so eine Riesenwampe? Der steht acht schon. Das ist so, diese ganzen Lügen. Aber die dreisteste Schönheitslüge, die ich in letzter Zeit gehört habe, war von meiner Kosmetikerin. Die hat gesagt, Frau Bös, also wenn Sie sich häufig und regelmäßig die Beine, also die Haare da wegwachsen lassen, dann tut das irgendwann nicht mehr weh. Das ist eine kackdreiste Lüge, ja? Ich meine, natürlich tut das weh. Du gehst ja auch nicht zum Zahnarzt und lässt dir vier Zähne ziehen und sagst beim fünften, komm, lass die Spritze weg, ich hatte ja schon vier. Es tut weh, ja? Das ist so ein... Das ist übrigens ein Schmerz, den werden Männer niemals verstehen können, ja? Mein Freund meinte, ja, dann epilier dir doch die Beine. Ich meine, habe ich gesagt, ja, reißt du dir doch mal ein Nasenhaar aus, Arsch. Das ist ungefähr der Schmerz, den wir haben, nur mal 5000, dann reden wir erst von einem Unterschenkel. Was du als, du musst mal überlegen, als Frau heutzutage, was du versuchst, um dein Haar loszuwerden am Körper. Du willst deine Haare irgendwie, du machst hier, weiß ich nicht, du epilierst dir die Beine, du zupfst dir die Augenbrauen, du rasierst dir die Achseln, du vertikutierst dir die Oberlippe. Du bist ja ständig damit beschäftigt, dein Haar. Und Männer, bei Männern ist es ja andersrum. Die versuchen es zu halten, irgendwie.
aber da geht's von selbst. Da rutscht es nach hinten weg, ja? Das Geile ist ja, bei den Männern verabschiedet sich noch dreimal Schultern, Rücken und da, bis es ganz weg. Und wir... Ich dachte, hier oben so. Da müsste man mit so einem Wachsstreifen mal ran, da, so. Ich habe auch, habt ihr schon mal Enthaarungscreme benutzt? Kennt ihr die? Diese habe ich mir mal unter die Achseln geschmiert. Das ist ja, das ist, was ich nicht wusste, ist, es entfernt nicht nur die Haare, es entfernt die komplette Achsel, ja? Ich bin zwei Wochen so. Ich kam durch keine Tür, ich konnte noch nicht mehr in die Muckibude, weil die ganzen Bodybuilder, ey, die willst du verarschen oder was? Ja? So, Schmerzen ohne Ende. So, ich habe mich ja vorbereitet heute. Ich war noch im Fitnessstudio. Was? Nein, die hatten bei uns Post reingeworfen, das war für die, habe ich rübergebracht. Hab mich aber für ein Gerät interessiert, hab da auch eine Cola gezogen. Auf einmal kommt der Haus-Arnold auf mich zu. Hat gerade eine Zehnerkarte auf der Sonnenbank so runtergesonnt. Eine Haut wie eine Pinnwand. Sah aus, hätte gerade den Fernsehgarten gemäht. Und sagt zu mir, hör mal, was ist denn hier mal mit dem Schnupperkurs? Ich so, nö. Pass auf, ich zeig dir mal ein paar Geräte. Das hier zum Beispiel, das ist ein Stepper. Ich sag, den habe ich mit in der Miete, wir nennen das Treppe. Und mit Einkaufstüten bietet ihr gar nicht an. Ne? Hier sagt er, das ist Spinning. Ich sag, das ist ein Fahrrad, was nicht ankommt. Sagt er, da kriegst du einen Klick am Ohr. Wenn du über 180 Puls bist, dann schreiten wir ein. Ich sag, Junge, ich krieg 180 Puls, wenn ich einen Joghurt umrühre. Und als ich letztes Mal um Laufband war, haben sie mich aus dem Supermarkt geschmissen. Sagt er, bei uns lernst du richtig atmen. Ich sag immer, ich bin 47, bin hier, ich mach eher mal richtig. Ich atme ja gern, ist ja fast ein Hobby geworden. Da guck dich mal ein bisschen um. Ich da durch den Laden durch. Hast ja überall die viereckigen so. Schöne Brustbehaarung am Rücken, weißt du. Die haben Muskeln an Stellen, da wir keine Stellen. Macht einer so Bewegung. Ich sag zu ihm so, hör mal, trainierst du für Hammerwerfen oder bist du hier die Lüftung? Da guckt er mich an so und da, irgendwoher kenne ich den. Und jeder Fußballverein hat diesen einen Assi unten am Zaun. Seit 1973 sieben verschiedene Senfsorten am Rücken. Und kann nicht ein Lied auswendig, immer so, leere Scheibe. Schiri, Auto, schönes Ding, geil.